herzlich willkommen zu einem neuen Produktionstutorial hier im LS22. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein Video. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger Videos hochzuladen. Streams erstmal nicht. Aber Videos versuche ich jetzt wieder mindestens ein Video pro Woche hochzuladen. So dass wieder regelmäßig Content kommt. Wie gesagt, Streams erstmal nicht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt hier mit unserem Tutorial rein. Unsere kleine Serie geht hier weiter. Von den Tutorials. Ja, wir schauen uns heute die Butterproduktion an. Ja, ich habe hier schon unsere Maschinen bereitgestellt. Wie immer, hier steht die Produktion hier. Ja, und wir können uns auch mal hier das Ganze angucken. Denn hier hinten können wir wie immer einmal ins Produktionsmenü gehen. Oder einfach mit Escape, geht auch. Und zwar können wir immer Butter aus Sonnenblumenöl und Olivenöl machen. Wir können Butter aus Rapsöl und Milch machen und wir können Butter aus reiner Milch machen. Ja, wir werden das Ganze heute nur mit Milch machen, weil ich jetzt nicht noch die Ölpaletten noch produzieren wollte. Deswegen nur mit Öl, aber der Ablauf ist immer der gleiche. Ob jetzt die Paletten oder einfach nur so. Und wir setzen uns direkt in den Traktor rein und laden unsere Milch ab. So, da können wir direkt hinfahren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So, und können das direkt hier abladen. Hier an unserem Punkt können wir die Milch abladen. Und da machen wir die ganze Milch rein. Und in unserem Schritt müssen wir gar nicht mehr viel weitermachen, als die Milch reinfüllen. Ihr könnt uns entweder jetzt noch hier Sonnenblumenöl und das Olivenöl reinmachen oder halt Rapsöl und Milch. Ja, wir machen das jetzt wie gesagt hier mit der einfachen Variante und nur die Milch. So, dann stellen wir den hier einmal an der Seite ab. So, stellen wir dahin, wo er gerade stand. So, jetzt können wir uns nochmal einmal die Produktion angucken in das Menü. Denn wir kriegen jeweils 100.000 Liter von jedem rein. 100.000 Liter Sonnenblumenöl, 100.000 Liter Olivenöl, 100.000 Liter Rapsöl und 100.000 Liter Milch. Wir haben jetzt 32.000 Liter Milch drin. Ja, und wir kriegen im Eimer aus 10 Liter Sonnenblumenöl und 5 Liter Olivenöl, 13 Liter Butter. Einmal kriegen wir dann noch aus 10 Liter Rapsöl und 10 Liter und 5 Liter Milch, 13 Liter Butter und einmal aus 15 Liter Milch 13 Liter Butter. Ja, ihr könnt mir immer natürlich hier das Ganze auf Behalten stellen oder direkt verkaufen oder verteilen. Wir machen natürlich einmal auf Behalten. Ja, und schalten unsere Produktion hier direkt schon mal an. Die brauchen wir zum Beispiel nicht, weil nichts drin ist, aber ich schalte trotzdem mal an. Dann steht doch sofort immer inaktiv. So, und die wird jetzt auf läuft stehen bleiben, weil wir haben was drin. Und 25 Liter Butter gehen hier rein. Wir haben jeweils von jeder Sorte Butter 24 Euro Produktionskosten im Monat. Zyklen pro Monat sind 480. Ja, und das waren die groben Fakten dazu auch schon. Wir schauen uns aber nochmal hier den Verkaufspreis an. Ihr könnt mich, wir spielen ja auf Hauberlerong jetzt gerade. Suche ich die Butter einmal gerade. Ich hab sie zwar hier schon, aber ich suche sie gerade trotzdem immer. Jetzt bin ich hier gerade Milch. Aber ich suche die Butter. Wo ist die Butter? Da ist die Butter. Können wir mal in einer Bäckerei oder Shop oder Multifrucht, aber das bringt natürlich nichts. Und hier sehen wir nochmal unsere Kosten. Das war also unsere Einnahmen, die wir generieren können. Wir sehen hier, der niedrigste Preis ist 1457 und der höchste Preis ist 1765 Euro pro 1000 Liter. Das kann natürlich je nachdem, in welchem Jahr hier variieren. Ja, aber ich würde auch sagen, wir gehen in die Timelapse über
und sehen uns wieder, wenn hier die ganze Butter produziert ist und wenn wir Oktober haben. Und das würde ich sagen, dann bis gleich. So, da sind wir wieder, oder da bin ich wieder aus der Timelapse zurück. Ja, ich habe die Zeit jetzt vorlaufen lassen und ihr seht schon, wir haben hier 4 Paletten jetzt stehen mit jeweils 1000 Liter Inhalt. Seht schon, ich muss meine Zeit mal kurz zurückstellen, sonst haben wir gleich schon wieder Nacht. Ja, wir haben jetzt noch 27.000 Liter drin, also in gut 2 Monaten, in 2 Ingame-Monaten hier gehen gut 4 Paletten mit ungefähr 5000 Liter Milch. Also ihr braucht auf jeden Fall bei der Produktion ein bisschen Zeit. Die Produktion ist aber sehr schön gestaltet, wie ich finde. Hier mit dem Butterco-Logo. Und recht schön alt gemacht. Und hier auch noch, das ist so ein bisschen von Erlengrad genommen. Hier sieht man auch die Butter innen drin. Das ist schön gemacht, finde ich. Hier nochmal die Logos. Schöne Produktion auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit Aufladen. Und zwar hier mit dem Gabelstapler. Dann nehmen wir das Ganze hier einmal auf. Das sollte aber relativ schnell gehen. Und derzeit erzähle ich euch noch ein paar Sachen hier bezüglich jetzt der Pause. Denn, mal was zu der Pause, mal was zu sagen. Oder wieso ich jetzt unregelmäßig Videos rausgebracht habe. Ich hatte für Streams jetzt momentan nicht mehr so viel Zeit wie vorher. Da ist mir leider die Zeit etwas in den Rücken gefallen. Deswegen ist jetzt auch im Monat kein Stream mehr gekommen. Und ich bin tatsächlich immer noch froh, dass die meisten Leute noch dabei geblieben sind. Hier. Auch als Abonnent und nicht viele deabonniert haben. Es geht zwar bei mir nicht um die Abos, aber es freut mich einfach, dass hier die meisten Leute dabei geblieben sind. Ja. Und bezüglich, wieso jetzt gar keine Videos mehr gekommen sind, ich habe einmal viele Videos vorproduziert. Habe aber im falschen Format aufgenommen, dass ich nicht konvertieren konnte, beziehungsweise die Videos waren dann sehr, sehr verpixelt und konvertiert im anderen Format. Die wollte ich einfach nicht hochladen und ich war dann ich hatte dann wenig Lust, noch weitere Videos zu machen. Und jetzt habe ich wieder Lust, wieder zu machen. Und das wird auch, wenn alles klappt, noch an diesem Tag, wo ich es aufgenommen habe, rauskommen, das Video. Und es wird mindestens, soweit es klappt, aber ich hoffe, dass es klappt, mindestens ein Video die Woche rauskommen. Also mit einem Video könnt ihr auf jeden Fall die Woche rechnen.
An welchem Tag, muss ich mal schauen. Vielleicht werde ich auch wieder einen festen Tag machen. Aber erstmal werde ich jetzt hier wieder reinkommen in die ganze YouTube-Geschichte. Und deswegen erstmal wieder hier langsam anfangen. Und aber auch schon wieder mit regelmäßigen Videos. Und bezüglich Minecraft, Minecraft werde ich, wenn eher am Stream spielen. Vielleicht werde ich mal ein Projekt starten, aber Videos werde ich erstmal hier mit Tutorials weitermachen, so viele dann, wie ich hier Mods finde. Ich habe da eine Seite, wo ich immer meine Mods herkriege, wo ich dann schon mal eine Vorauswahl direkt habe. Und das ist ganz gut, dann muss ich nicht so lange schauen. So, und dann laden wir auch eben die Palette hier auf. So, einmal hoch. Komm schon. So. Dann springen wir unseren Traktor, machen das Ganze fest und fahren das verkaufen. Wir gucken jetzt hier nochmal rein. Wie gesagt, jetzt muss ich Butter einmal suchen wieder. Toll. Wo ist die Butter? Unter Milch. Da war es Butter. Ja, wie gesagt, hier Oktober ist das höchste und Juni ist das niedrigste. Und das Ganze bringen wir hier zum Shop. Le Jardin des Fermiers, wenn ich es richtig ausspreche, keine Ahnung. Zähle ich die Französisch Sprecher wahrscheinlich dafür wieder. Ja. Nichts Gutes. So. Aber ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie es wirklich heißt. So, wir fahren jetzt einmal hier oben hin. Und da ich jetzt hier nicht viel zu sagen habe, würde ich sagen, fürs Hochfahren machen wir eine ganz, ganz kurze Timelapse wieder. Also deswegen bis gleich. So, da sind wir wieder aus der kleinen Time-Lapse zurück. Ja, und wir sind hier auch schon direkt da und wir werden jetzt schauen, wie viel es für die Butter gibt. Für die 4000 Liter. Vom höchsten Preis. So, und wir fahren jetzt hier mal rein. Und verkaufen das Ganze. So, ist jetzt nur die Frage, wieso es nicht verkauft. Da kann man hier noch irgendwo. Ah, ich weiß schon den Fehler. Ein bisschen unklar gemacht. Das ist die falsche Abladestation. Wir müssen nicht einmal hier weiter rumfahren und einmal hier abladen. So, und jetzt seht ihr auch schon, was es hier gibt dafür. So, 6000 Euro, also knapp 7000 Euro, 6935 Euro hat es dafür gegeben. Für die 4000 Liter Butter. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Nebenverdienst, auch wenn die Produktion jetzt, wir schauen einmal rein ganz kurz, wie viel die Produktion kostet. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die ist. Da. 70.000 Euro. Ich würde sagen, das geht. In ein paar Monaten hat man das auf jeden Fall wieder drin. Und deswegen würde ich sagen, ist eine schöne Produktion. Ist auf jeden Fall der Mod, des Downloads des Mods wert. Und die Produktion kann man sich, finde ich, gut bauen. Ja, ich werde euch mal wahrscheinlich die Mod verlinken, wo ich sie her habe. Und ich sag's auch jetzt schon mal, ich habe meine Mods meistens eigentlich von Kornhub. Aber ich verlinke euch auch nochmal, ja,
Und das war's hier auch schon mit dem kleinen Produktionstutorial oder der kleinen Produktionsfolge mal wieder. Ja, ist eine ganze Serie mit Folgen. Ja, deswegen lasst gerne ein Abo da, schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr gerne noch sehen würdet. Lasst doch gerne ein Like da und deswegen bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss und ciao.